Der große und der eigentliche Unterschied zwischen uns und den anderen muslimischen Gemeinden ist, dass wir daran glauben, dass der prophezeite Messiah und Mahdi, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, er bereits erschienen ist. Und wir glauben daran und die restlichen muslimischen Gemeinden warten noch darauf, dass dieser eine Messiah Mahdi kommen wird eines Tages. Natürlich war es am Anfang so, dass es viele Bürgerinitiativen gab, auch zahlreiche Hürden zu nehmen waren. Und wir sind auch sehr froh und dankbar, dass in diesen Anfangsstunden der Oberbürgermeister Dr. Kurz uns Unterstützung gewährt haben und uns auf diesem Weg begleitet haben. Und letztlich sind wir in diesem Industriegebiet angekommen. Aber nichtsdestotrotz, am Anfang gab es auch viele Angriffe aus dem Umfeld. Es gab auch eine Phase, wo zum Beispiel so irgendwie Lammköpfe an den Zaun gehängt wurden. Aber inzwischen muss man sagen, haben wir einfach durch unser Auftreten, durch das Ausstrecken einer freundschaftlichen Hand geschafft, ein Miteinander zu etablieren und ein wirklich sehr freundschaftliches, empathisches Verhältnis aufzubauen im Umfeld. Ich habe mit 7 Jahren, also wir sind 1987 eingewandert nach Deutschland als typisches Flüchtlingskind, muss man sagen, habe ich natürlich eine sehr lange Odyssee hinter mir, umverteilt aus vielen Flüchtlingsheimen, von Karlsruhe über Heidenheim, dann in vielen Unterkünften auch in Mannheim. Sind wir letztlich in Rheinau angekommen und dort wurde dann auch der Grundstein gelegt für die erste Frauengemeinschaft, die sich dann stetig vergrößert hat mit heute inzwischen nahezu 400 Frauen als Mitglieder und mehreren Mädchen. Und auch darauf sind wir natürlich sehr, sehr stolz. Mit anderen Imamen, mit anderen Religionsgemeinden, mit anderen muslimischen Gemeinden sind wir offen. Sie sind herzlich eingeladen in unserer Ihsan-Moschee in Mannheim. Und gerne pflegen wir einen guten Kontakt, so wie wir auch in der Vergangenheit einen guten Kontakt gepflegt haben. Wir leben in einer Gesellschaft, die sehr viel Wert auf Akzeptanz, auf Toleranz legt und so weiter. Das schlägt sich natürlich auch in der Gemeindearbeit nieder, auch in den Köpfen der Jugendlichen und so weiter. Und das ist auch sehr förderlich, insgesamt auch sehr förderlich, würde ich sagen.